Hallo und herzlich willkommen, ich bin jetzt hier zu einer kleinen neuen Review von meinem absoluten Holy Grail. Ich hoffe, es gefällt euch. Guckt es euch einfach an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, hier haben wir erstmal den Karton, steht halt einfach New Balance drauf. Hier sieht man das Size Tag mit der genauen Beschreibung vom Schuh her. Hier steht nochmal New Balance drauf und dann steht hier drauf Handmade in the UK und so weiter. Ja, so, jetzt kommen wir erstmal zum Schuh natürlich, ne? Ja, zu den Zahnbürsten komme ich später. Jetzt wisst ihr wahrscheinlich schon, was das für ein Schuh ist. Stimmt, ihr wisst es so oder so, ihr habt es ja in der Beschreibung gelesen. Ne, Spaß zur Seite. So, hier haben wir das Schmuckgeteil, das ist der New Balance Toothpaste, übersetzt Zahnpasta, 1500er, made in England. Kollabo mit Soulbox aus dem Jahr 2007. Genau, der ist 10 Jahre alt. Ja, ich habe ihn halt DS geholt. Ich habe ihn vor 3 Wochen auf den Soulmart geholt, da habe ich mich mit denen getroffen. Kommen wir erstmal zum Aussehen. Also vorne auf der Toe ist es orange, beziehungsweise hier vorne. Dann die Zunge ist auch orange. Echt knalliges Orange. Hinten MB-Logo ist auch nochmal in Orange gehalten. An sich sonst ist er so weiß, ein bisschen cremeweiß, könnte man fast sagen beige. Hier hinten, wo 1500 draufsteht, ist der so gräulich meliert. Und hier steht dann New Balance drauf und das MB-Logo. Und hat halt eine Endcap-Sohle. Ja, Materialien sind Wildleder und Mesh hier. Die ist perforiert. Im Sommer kann man ihn sehr gut tragen, weil hier vorne das luftdurchlässig ist. Im Winter natürlich dann ein bisschen kälter. Ja, weiße Laces waren halt nur dabei, ein paar. Aber ich denke, passt am besten orange. Orange wäre halt ein bisschen zu viel, deswegen finde ich die weißen Laces gut. Hier ist das MB-Logo drauf, ist bei den 1500ern generell ein bisschen kleiner als bei zum Beispiel 98ern oder so. Hier die Sohle, das ist eine Gumsohle. Ja, hier die Niete, da steht Soulbox drauf. Deshalb ist die Frage jetzt, vielleicht weiß es ja jemand besser wie ich. Vielleicht hat Hikmet das damals selber rangenietet, weil Soulbox bzw. New Balance, die sind ja sehr eigen, wenn sich ein Laden da selber raufschreibt auf dem Schuh. Das macht ja New Balance gar nicht. Ja, deswegen kann sein, dass Hikmet das selber gemacht hat. Weiß man nicht. Wenn jemand das weiß, schreibt es einfach in die Kommentare. Ja, da kommen hier noch in, da steht New Balance drauf und Selected Edition. So, kommen wir noch zu den Zahnbürsten. Jeder Schuh vom Toothpaste, also der den Schuh gekauft hat, da gab es noch eine Zahnbürste dazu. Die orangene, halt zum orangenen. Und dann gab es auch noch einen blauen bzw. mintfarbenen Toothpaste. Ich hatte jetzt beide drin. Auf jeden Fall cool. Zahnbürste und Zahnpasta. Haha, kannst du den Schuh, also die Zahnpasta auf die Zahnbürste machen, da kannst du die Zähne putzen. Wa? Hier steht noch Soulbox drauf. Ja, und das war es eigentlich kurz zum Schuh vom Aussehen her. Auf jeden Fall gibt es jetzt hier einen Feedbilder. Viel Spaß.